Diese bekannten Lebensmittel enthalten schon jetzt Insekten. Moin, was hat dieses Schätzchen mit diesem Schätzchen jetzt schon gemein? Also dieses Schätzchen ist jetzt schon hier drin. Jetzt schon. Glaubt ihr nicht? Ja, wollte ich auch nicht glauben, bis ich heute bei RTL auf der Homepage mal geschaut habe. Und zwar steht da, diese bekannten Lebensmittel enthalten schon jetzt Insekten. Und dann bin ich mal durchgegangen, was das alles ist, und da habe ich gestaunt. Da dachte ich, das gibt's doch gar nicht. Müllermilch, ich muss so kotzen gleich. Banane, Kirsche, eh schon eklig, aber da sind die jetzt schon drin, diese wunderbaren Tierchen. Oder aber Ehrmann Obstgarten. Ich meine, dass da kein Obst drin ist, wissen wir ja alle schon, aber dass da jetzt Insekten drin sind, das ist schon geil. Oder aber hier bunte Kakaolinsen von Milka. Und da gestaunt habe ich bei Mentos Pure White. Donnerwetter, da dachte ich, das gibt es ja gar nicht. Aber hier auch bei Kinder Pinguin, ne, dieses, wo die alte in der Werbung da rum, also Wahnsinn. Ja, da ist es jetzt schon drin. Und da habe ich gestaunt, aber gestaunt habe ich erst recht. Und jetzt wird es ein bisschen ernster mal wieder bei Herrn Scholz. Herr Scholz ist heute auf großer Reise in Südamerika unterwegs mit ausgestreckter Hand. Und da geht es um das Mercosur-Freihandelsabkommen mit Brasilien, Chile und Argentinien. Und ja, er soll da auf ganz wichtiger Mission unterwegs sein. Und da geht es dann auch um Lithium, also soll ein paar Kobolde für Frau Baerbock mitbringen, aber auch vor allem um Lebensmittelsicherheit. Und da habe ich nicht schlecht gestaunt. Ich meine, davon abgesehen, der Chinese war schon längst da, hat das abgegrast und die Abkommen, wie Rudis Restaurante, sag ich mal, ist da wieder unterwegs. Aber bei diesem wichtigsten Wort Lebensmittelsicherheit, und ich kann das gar nicht oft genug betonen, das ist für mich das wichtigste Wort hinter Gott. Da steckt Leben drin und Sicherheit. So, das nehmen wir als Gott gegeben hin. Wir wissen ja nun auch, dass die letzten Jahrzehnte die Landwirtschaft hier in Deutschland nachhaltig, gesunde, reichhaltige Lebensmittel produziert hat auf einem extrem hohen Niveau. Und das kann jetzt weg. Ja, wir sollen ja jetzt also quasi uns ersetzen, damit wir halt dort diese Güter aus diesen Ländern kaufen, die ja sicherlich genauso mit sozialen und Umweltstandards und Tierwohl gehalten und geschaffen werden wie bei uns, ist klar. Aber das ist ja wieder wie immer aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, ist ja für uns vollkommen egal, was für ein CO2-Fußabdruck woanders ist. Bei uns muss alles toll sein. Wir schaffen uns unser Büllerbü, unsere Märchenwelt, unsere Traumwelt. Und alle anderen nicken es ab. Und das macht mich so verrückt jeden Tag, dass man das nicht sieht, was hier gerade passiert. Wir haben es doch jetzt gesehen, ob das jetzt die Masken waren, die Medikamente, die Textilindustrie ist weg, die Chemieindustrie, die Stahlindustrie, alles wandert hier ab, weil wir grünen Stahl wollen. Ich bin mal gespannt, ob wir irgendwann mal grünen Stahl haben. Wir wollen ja sogar klimaneutral werden. Wie geht denn das überhaupt? Ich weiß so ganz, solange ein Mensch existiert, kann es gar keine Klimaneutralität geben. Aber man suggeriert uns das, man haut uns das jeden Tag rein mit irgendwelchen Schwachsinnsvorstellungen, die wir haben sollen. Und es ist einfach abenteuerlich. Und genau das Gegenteil von dem, was man ja auch will, selbst wenn es klappen würde, ja, es wird woanders einfach viel schlechter produziert und das ist einfach abenteuerlich. Und unsere Verbände, ja, die streiten sich auf offener Bühne, werfen anderen vor, dass sie ja nicht mitmachen wollen und sowas. Auch Verbraucherschutzzentralen, die, wo sind die eigentlich jetzt gerade? Ich verstehe es überhaupt nicht, dass das überhaupt keinen medialen Aufschrei bekommt, den es einfach verdient hätte, weil es ist ein Skandal. Ja, es wird bis zu 5% an Insekten dort reingemischt. Das kann man ja halten, wie man will. Vielleicht mag ja der eine oder andere, ist ja gut. Ich möchte es nicht. Und viele da draußen möchten es auch nicht. Und es ist einfach so, dass es nur auf Lateinisch deklariert werden muss, wenn überhaupt, und erst auf einer bestimmten Anzahl. Und das ist doch nicht mehr normal, Freunde. Das ist nicht mehr normal. Aber wie gesagt, Sonntag muss ich nochmal loswerden. Heute Tatort, hoffentlich gendergerecht. Mal gucken, weil das sind die einzigen Probleme, die wir haben hier. Wir geben Gelder aus. Ich habe das auch noch, das muss ich auch nochmal erwähnen jetzt gerade. Wir geben Gelder aus für angebliche Klimaneutralität, Klimaziele. Ja, wenn wir unsere Häuser energetisch sanieren, so wie die Bundesregierung das möchte, kostet das 3.000 Milliarden Euro. Als ich das gehört habe, da dachte ich, ich falle aus allen Wolken. Was könnten wir in diesem Land dann? Wir hätten keine Armut mehr. Wir könnten wirklich den sozialen Frieden gewährleisten. Aber nein, nein, nein. Genau das Gegenteil ist der Fall. So, einen schönen Sonntag. Muss hier mal loswerden. Ich wünsche euch was. Bis bald. Ciao.